Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und Neujahr haben die Corona-Infektionszahlen sinken lassen. Das erklärte das Robert-Koch-Institut in einem Briefing zusammen mit Bundesgesundheitsminister Spahn. Allerdings seien die Zahlen noch immer deutlich zu hoch. Binnen 24 Stunden wurden 17.862 neue Fälle registriert, knapp 4.500 weniger als am vorigen Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ging zurück auf rund 115. Sie liegt aber noch weit über dem angestrebten Wert von 50, bei dem die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachverfolgen können. Kurze Besprechung, bevor Sie Ihre Botschaft loswerden. Es ist noch nicht vorbei, so der Gesundheitsminister und die Experten. Auch wenn die Neuinfektionen langsam zurückgingen, man dürfe jetzt nicht aufhören, so hart es auch sei. Deswegen müssen wir eben diesen Widerspruch sozusagen gut erklären, diese Ambivalenz, dass die Zahlen sich in die richtige Richtung bewegen, dass das ermutigend ist und wir gleichzeitig verschärfen im Moment die Einschränkung und Beschränkung. Denn die Fallzahlen müssten noch weiter gedrückt werden. Nur so könne man verhindern, dass sie bei einer Lockerung der Corona-Maßnahmen sofort wieder in die Höhe schnellen. Dabei machen vor allem die neuen, noch ansteckenderen Corona-Varianten den Experten Sorgen. Nachdem wir eigentlich Anfang Januar fast bei jedem einzelnen Fall sagen konnten, der ist dann und dann eingereist aus dem und dem Land, ist es jetzt so langsam so, dass sich erste kleine Cluster formieren, kleine Ausbrüche, die jeweils dann erkannt werden. Die Zahl der Intensivpatienten in Zusammenhang mit Corona und die täglichen Todesfälle seien immer noch hoch. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 50.642 Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Das sind die offiziellen Meldezahlen. Und das ist eine bedrückende, für mich schier unfassbare Zahl, meine Damen und Herren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte die Bevölkerung dazu auf, ein Licht ins Fenster zu stellen, um so an die Toten zu erinnern. Außerdem plant er eine zentrale Gedenkfeier nach Ostern. Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal. Es fehlt, es ist ein Mensch verloren, der uns am Herzen lag. Und deshalb brauchen wir, aus meiner Sicht jedenfalls, dieses Zeichen des stillen Gedenkens. Aber es gab auch gute Nachrichten und Lob. Offenbar hätten die Menschen über Weihnachten und Silvester ihre Kontakte tatsächlich eingeschränkt. Es habe keine Ausreißer der Zahlen nach oben gegeben. Mit dem Start der Impfkampagne befinde man sich jetzt, wenn auch langsam, auf dem Weg aus der Pandemie heraus. Ein Mittel gegen die Ansteckungsgefahr im Alltag ist das Homeoffice. Es verringert nicht nur die Kontakte bei der Arbeit selbst, sondern auch auf dem Weg dorthin, etwa mit Bahn oder Bus. Studien legen nahe, dass die Möglichkeiten dafür noch nicht ausgeschöpft sind. Laut einer Befragung der Hans-Böckler-Stiftung arbeiteten im April 2020, also während des ersten Lockdowns, 27% der Beschäftigten ausschließlich oder überwiegend von zu Hause. Im November, also während des Lockdown-Light, waren es dann nur noch 14%. Inzwischen arbeiten wieder mehr Menschen im Homeoffice. Das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, kurz IZA, schätzt deren Anteil aktuell auf rund ein Viertel, also immer noch weniger als im vergangenen April. Möglich wären aber, nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO in München, dass bis zu 56% der Beschäftigten in Deutschland im Homeoffice arbeiten. Ein höherer Anteil an Menschen, die von zu Hause arbeiten, könnte dazu beitragen, die Pandemie erheblich einzudämmen. Denn so fallen Kontakte nicht nur im Büro und bei Besprechungen weg, sondern auch gemeinsame Pausen. Und ganz wichtig, der Weg mit Bus und Bahn zur Arbeit und wieder nach Hause. Die Untersuchung des IZA hat ergeben, wenn die Homeoffice-Quote ab Ende Januar um 10 Prozentpunkte steigen würde, auf dann 35%, könnte das dazu führen, dass die Zahl der Neuinfektionen Ende Februar um etwa 27% niedriger wäre. Laut einer Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Mannheim und München könnte schon 1 Prozentpunkt mehr Beschäftigte im Homeoffice die Infektionsrate um bis zu 8% verringern.
Die EU strebt eine gemeinsame Strategie nicht nur bei den Corona-Impfungen an, sondern auch bei Beschränkungen für touristische Privatreisen. Die Grenzen für den Warenverkehr und für Berufspendler müssten aber offen bleiben, betonten die Staats- und Regierungschefs gestern Abend bei ihrem Videogipfel. Bei der Einstufung von Risikogebieten wird die Skala nach oben erweitert, um eine Kategorie mit sehr hohen Infektionszahlen. Hier wird es demnächst noch mal komplizierter. Grenzübergänge in der EU, prinzipiell bleiben sie offen, vor allem für den Warenverkehr und auch für Berufspendler. Alle anderen Reisen aber, besonders der Tourismus, sollen erschwert werden. Frankreich etwa plant offenbar, von Besuchern einen frischen Corona-Test zu verlangen. Wir wissen, dass wir zusätzliche Maßnahmen brauchen, um die nicht zwingend nötigen Reisen zu verringern. Wie genau das geschehen kann, daran werden wir jetzt arbeiten, in den nächsten Stunden und Tagen. Und noch etwas soll sich ändern. Die Regierungschefs wollen das Corona-Risiko in der EU detaillierter ausweisen. Bisher ist fast die ganze Karte rot, Risikogebiet, also Inzidenz von über 50. Dabei jedoch gibt es gewaltige Unterschiede. Deshalb sollen künftig dunkelrot zusätzlich Hochinzidenzgebiete mit Werten zum Beispiel von über 200 ausgewiesen werden und womöglich auch Gebiete, in denen die neuen Virusvarianten besonders häufig auftreten. Von Menschen, die solche dunkelroten Zonen verlassen, könnte künftig ein Test schon vor der Ausreise verlangt werden und eine Quarantäne am Zielort in der ganzen EU. Deutschland hat am Abend erstmals selbst mehr als 20 Länder als Hochrisikogebiete ausgewiesen. Dazu zählen in der EU Portugal, Spanien, Slowenien, Tschechien, Litauen, Lettland und Estland. Einigkeit herrscht in Brüssel darüber, Corona-Impfungen künftig strukturiert zu erfassen in einem Impfpass. Besondere Vorteile, etwa freies Reisen, werden damit aber erstmal nicht verbunden. Es wird erstmal schlimmer, bevor es wieder besser wird. Die Regierungschefs zeichneten ein düsteres Bild der derzeitigen Corona-Lage. Dazu passt auch eine Nachricht vom Pharmakonzern AstraZeneca. Der warnt vor Lieferproblemen bei seinem Impfstoff und das noch vor dessen Zulassung in der EU, die für kommende Woche erwartet wird. Armin Laschet ist jetzt auch offiziell neuer Bundesvorsitzender der CDU. Nachdem er die Online-Abstimmung auf dem Parteitag am Wochenende gewonnen hatte, liegt nun auch das Ergebnis der anschließenden Briefwahl vor. Demnach erhielt Laschet 796 von 980 abgegebenen Delegiertenstimmen, eine Zustimmung von mehr als 80%. Laschet bezeichnete die Beteiligung und das Ergebnis als Signal der Einheit der Union. Vor dem Landgericht Leipzig hat der Prozess gegen ein ehemaliges Mitglied des Kommandos Spezialkräfte begonnen. Der Bundeswehrsoldat aus Sachsen soll Waffen, Sprengstoff und tausende Schuss Munition beiseite geschafft haben. Er soll Verbindungen zur zweiten Kompanie des KSK gehabt haben, die wegen Rechtsextremismusvorwürfen im vergangenen Sommer aufgelöst wurde. Zum Prozessauftakt äußerte sich der Angeklagte erstmals zu den Vorwürfen. Der Prozess beginnt mit einem Geständnis. Philipp S., 45 Jahre alt und seit 25 Jahren bei der Bundeswehr, gibt zu, sich aus Armeebeständen ein Waffenlager zugelegt zu haben. Das Material sei bei Übungen übrig geblieben. Er habe es aufbewahrt, um es später bei der Ausbildungsarbeit zu nutzen. Aber was ist mit dem Verdacht, dass er Kontakte in die rechtsextreme Szene habe? Dazu äußert er sich nicht, dafür sein Verteidiger. Es sind ja elektronische Datenträger ausgewertet, Handy, Laptop. Man hat nichts gefunden. Man hat weder hochgeladene Bilder, noch hat man Chatgruppen, noch hat man irgendetwas gefunden, was diesen rechten Hintergrund bestätigen könnte. Allerdings, als im vergangenen Mai sein Haus und Grundstück im sächsischen Kolm durchsucht wurden, fand man neben Waffen, Sprengstoff, Munition auch Gegenstände mit Nazimotiven. Bekannt wurde das durch eine Anfrage der sächsischen Linksfraktion. Hier ist man überzeugt, dass es um mehr geht als das bloße illegale Waffenhorten. Was will er mit dem Sprengstoff? Hat er Anschlagspläne gehabt? All das ist im Augenblick unbekannt und das gehört eigentlich in die Öffentlichkeit. Der Waffenklau, nur einer von mehreren Vorfällen, mit denen das Kommando Spezialkräfte für Negativschlagzeilen gesorgt hatte. Das Verteidigungsministerium verweist auf die gezogenen Konsequenzen. Dazu zählt beispielsweise die Auflösung einer auffällig gewordenen Kompanie, auch sehr intensive Untersuchungen zu Waffen- und Munitionsverlusten und außerdem auch noch einen Wechsel an der Spitze des militärischen Abschirmdienstes. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass beim KSK ein weiterer Munitionsbestand fehlt. Nach ihm wird gefahndet. Die KSK-Reform soll bis zum Sommer abgeschlossen sein. Im Prozess gegen Oberstabsfeldwebel Philipp S. wird im März ein Urteil erwartet.
Die AfD hat bei Gericht zwei Klagen und zwei Eilanträge gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz eingereicht. Hintergrund ist eine offenbar bevorstehende Entscheidung der Behörde, ob die gesamte AfD zu einem Verdachtsfall hochgestuft wird. Damit wäre eine Beobachtung mit nachrichtendienstlichen Mitteln möglich. Die Parteiführung will offenbar verhindern, dass es im Superwahljahr zu einer solchen Entscheidung kommt. Sie beruft sich auf ihr Recht auf Chancengleichheit nach dem Grundgesetz. 3,5 Jahre nachdem die Vereinten Nationen den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen verabschiedet haben, ist er heute in Kraft getreten. Er ächtet unter anderem die Entwicklung, den Besitz und die Stationierung von Atomwaffen. Mehr als 80 Staaten sind dem Pakt seither beigetreten, allerdings nicht die derzeitigen Atommächte und die NATO-Staaten. Das Bündnis setzt auf die Strategie der nuklearen Abschreckung. August 1945. Die USA werfen Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ab. Der bisher einzige Einsatz solcher Waffen tötet sofort oder später Hunderttausende Menschen. Jetzt, 75 Jahre später, tritt der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Für Unterstützer ein wichtiges Signal. Weil die Risiken immer noch groß sind, weil die Auswirkungen von Atomwaffen unabsehbar sind, ist es so wichtig, entschieden jetzt auf den Weg der atomaren Abrüstung voranzuschreiten. Mehr als 50 Staaten haben den Vertrag bereits ratifiziert. Das völkerrechtlich bindende Dokument untersagt den Unterzeichnern die Entwicklung, Herstellung, Tests, Erwerb, Besitz sowie Stationierung und Einsatz von Atomwaffen. Nicht dabei sind Atommächte wie die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Sie lehnen den Vertrag ab, ebenso wie Deutschland und alle anderen NATO-Mitglieder. In Büchel in der Eifel sollen amerikanische Atombomben lagern. Im Einsatzfall würden deutsche Kampfjets sie zum Ziel bringen. Die Bundesregierung setzt sich für atomare Abrüstung ein, ist aber unter anderem wegen der NATO-Verpflichtungen gegen diesen Vertrag. Wir sind deswegen der Meinung, dass solange keiner der Nuklearwaffenstaaten überhaupt beim Atomwaffenverbotsvertrag dabei ist, dieser für uns nicht der erfolgversprechendste Weg ist. Wir haben andere Möglichkeiten. Die Bundesregierung sendet das falsche Signal. Sie sagt zwar nach außen, die Welt müsse atomwaffenfrei sein, aber wir fangen damit nicht an, der Westen nicht, sondern sollen die anderen machen. Nur so funktioniert Abrüstung nicht. Abrüstung funktioniert im gegenseitigen Einvernehmen. Und da blockiert die Bundesregierung wie auch die anderen NATO-Staaten. Neben der Linken fordern auch die Grünen und Teile der SPD einen Kurswechsel der Bundesregierung. Der Atomwaffenverbotsvertrag scheint zumindest kurzfristig keinen großen Fortschritt zu bringen. Nukleare Abrüstung bleibt eben ein zähes und langwieriges Unterfangen. Es gibt jedoch auch Signale der Hoffnung. Sowohl Russland als auch jetzt die neue US-Regierung streben an, den New START-Vertrag zu verlängern. Der letzte große nukleare Abrüstungsvertrag würde sonst in Kürze auslaufen. Im Prozess um den Tod von 39 vietnamesischen Migranten hat ein Gericht in London heute das Strafmaß verkündet. Die beiden Anführer der Schlepperbande wurden laut Gerichtssprecher zu 27 und 20 Jahren Haft verurteilt. Zwei weitere Männer zu Gefängnisstrafen von 13 und 18 Jahren. Im Oktober 2019 waren die Flüchtlinge im Südosten Englands tot in einem versiegelten Lkw-Laderaum gefunden worden. Die Schleuserbande hatte die 31 Männer und 8 Frauen sich selbst überlassen. Die Vietnamesen waren qualvoll erstickt. Nach heftigen Regenfällen durch den Sturm Christoph haben im Nordwesten Englands die Aufräumarbeiten begonnen. Allein in der Region rund um Manchester sind etwa 2000 Häuser von den Wassermassen betroffen. Darunter zahlreiche Wohnhäuser und Läden. Schon für die kommenden Tage ist weiterer Regen vorhergesagt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 23. Januar. Das Tief, das über die Alpen bis zur mittleren Ostsee zieht, sorgt dafür, dass sich in der Nacht über den Süden und Osten mitunter kräftige Niederschläge ausbreiten. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Morgen, teilweise bis in die Niederungen. Morgen am Tag von Bayern bis nach Brandenburg teilweise kräftige, im Bergland auch ergiebige Schneefälle, in tiefen Lagen eher Regen, dazu ist es windig. In der Nacht Temperaturen zwischen plus 4 und minus 2 Grad, am Tag minus 1 Grad im Erzgebirge und 8 Grad am Oberrhein. Am Sonntag schneit es teilweise kräftig von der Mitte bis in den Osten, in den Niederungen Regen oder Schneeregen, im Süden und Westen Sonne. Auch in der kommenden Woche unbeständiges Wetter, vor allem im Bergland kommen einige Zentimeter Schnee dazu. Ingo Zamperoni meldet sich um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Hoffnungen enttäuscht, Fragen zur Impfstrategie an Gesundheitsminister Jens Spahn.
und Politthriller im Superwahljahr, wie die AfD den Verfassungsschutz auf Abstand halten will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.